no wood. I'm stuck over here. So. Alof macht mal eine Blitzbombe rein. Du rennst. Mach einen Stopp. Noch mehr Höhlen. Also Wiedergänger. Aber bei Wiedergängern haben wir uns ja geeinigt, dass sie nicht besonders stark sind. Du kannst durch deinen Wiedergänger noch töten. So. Ja. Gut. Ich habe so das Gefühl, wir kommen hier eigentlich recht relativ gut durch. Die beiden nehmen zwar Schaden, aber nicht so viel. Nur bei den Ghoulen, wie dem da zum Beispiel, müssen wir aufpassen. Da müssen wir definitiv Acht geben. Weil ganz ehrlich, die Dargule sind, die halten viel aus, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie viel austeilen können, die Dargule. Oh. Hm. On your word. Kanna, geh mal schnell da das Zeug von der Wand pflücken. So, Blutmoos, den Ghoul, den umgehen wir jetzt mal. Ja. Dargule und Wiedergänger. Noch mehr Dargule. Beziehungsweise Wiedergänger. Ein Dargul, der einen Haufen Wiedergänger anführt. Damit dürften wir klarkommen. Du brenn den mal. Du schädigst ihn mal. Genau, so ist es gut. So, du bombst mal da hinten in die Wiedergänger. Und du kannst eine Gruppe Würms herbeirufen. Also als Fernkampfartillerie sind die gar nicht mal so schlecht, die Jungs. Leave it to me. Ja. So, Kampf ist vorbei, die verschwinden wieder. I shall be quiet as a calm sea, which is not very quiet. Ja, das ist wirklich nicht sehr leise. Noch mehr Rastzeug. Da wird man ja fast schon zur Rast genötigt. Von hier aus wirkt das Anwesen verlassen. Okay, ein verlassenes. Tank des gedankenlosen Starrens. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht für Palegina oder Edda. Für Edda würde ich sogar gerade mal sagen. Obwohl, Palegina ist mit ihrem Schwert besser. So. Hm. Will ich in das Haus rein? Noch nicht so wirklich. Das ist Walters Herrenhaus und Walters Mausoleum. Also wenn ich... Oh, hier ist noch ein Haus. Ikantas Herrenhaus. Also ja, ich glaube, ich werde jetzt den Erbhügel, das Außengebiet, säubern. Dann werde ich ihn ab... Oh. Ein Secret. Was mich daran erinnert. Wo sind meine Notizen? Kate Noah, Kate Spinnerkönigin, Rendrick töten, Tempel nach Secrets. Kupferweg. Schlüssel zu Lamdallas Haus. Das hier kann ich jetzt aber löschen. So. Gut.
Erbhügels Friedhof. Mhm. So, dann bleibt eigentlich nur noch das hier unten mit den Ghulen. Aber bei den Ghulen muss ich halt vorsichtig sein. Gut, bei den Ghulen kann ich auch mal Zauber jetzt benutzen. Weil ich habe ja noch genug davon. Und dann werde ich rasten gehen und mich in den Herrenhäusern umsehen. So. Du bist ein einzelner Ghoul. Das war nicht besonders anstrengend jetzt. And what does the flame reveal? Ha, das sieht mir aus wie eine Arena. Nein, nicht ganz. Das sieht mir aus wie eine Ausgrabung. Oder eine Baustelle. Irgendwas in der Art. Eine Arbalest. Okay. Cool. Ich bewege mich langsam. Skelettzauberer, verdammt viele Ghule. Nee, nee, nee. Offenes Feld ist eine schlechte Idee. Hm. Nee. Gut, soweit. Du wirfst mal da hinten einen Feuerball hin. Komm, kriegst du das nicht hin, irgendwo einen Feuerball hinzuwerfen? Genau so will ich das haben. So, du versuchst mal die ganze Truppe hier umzuwerfen. Während alle anderen hier vorne kämpfen. Oh, du heilst dich am besten mal selber. Du zauberst hier Würms. Nur ein? Das ist schlecht. Du machst mal den hier und zauberst dann mal eine große Heilung einfach hier rein. Take him down. Es lebt noch ein Zauberer. Ich muss vorsichtig sein. Na, der Zauber ist nicht so gut. Nimm lieber den Zauber. Okay, die sind alle bös angeschlagen, muss ich sagen. Und ich habe langsam keine Übersicht, wer wie angeschlagen ist. Du mach einfach hier einen großen Zauber hin. So. Und dann schieß auf irgendwas. Es sind nur noch zwei Darghuls. Du versuchst den einen mal umzuwerfen. Du
bei den anderen. Niedrige Gesundheit Palegina. Okay, das ist nicht so toll. Du schieß mal auf den. Alof. Legen die krotische Lanze. So, und jetzt noch der letzte Dargul. Den dürften wir ja hoffentlich irgendwie tot kriegen. Oh. Das war ein Kampf. Das war jetzt echt ein Krampf, fast schon. Ah, ja. Fenris, du solltest auch mitkommen. Stelgierzahn. Oh, hier sind Gräber. Und hier ist Wasser. Das hier sieht jedenfalls aus, als ob hier Gräber waren. Öl und ein Seil. Die gewaltige Steintür des Turms ist versiegelt und es scheint keine Möglichkeit geben, sie zu öffnen. Eine Flammenschriftrolle. Ja, Flammenfächer. Okay, würde ich mal sagen. Hier war übrigens noch mehr Vorräte drin. Halbtückische Fallen packe ich mal wieder weg. Gutes Zepter. Ist genauso gut wie das Ding. Okay. Der kann auch mal weg, der Wälzer. So. Hier waren auch wieder Vorräte drin. Ich habe hier drei Vorräte im Erbhügel. Ja, okay. Damit wäre das erledigt. Dann gehe ich jetzt zu Ondras Geschenk. Also ja, ich habe alle Untoten hier getötet. Jedenfalls die hier rumgegeistert haben. Hail, Traveler. So, also Ondras Geschenk. Dort schlafen wir kurz und dann machen wir... Ja, dann mache ich einen Cut. Es wird mal wieder Zeit für einen Cut. Ein anderes Geschenk raste ich jetzt. Da speichere ich und da gibt es einen Cut. Genau. War aber schön, dass wir so in Anführungszeichen glimpflich durch den Erbhügel gekommen sind. Und ja, der Typ, der hier rumsteht, den meinte ich vorhin. Steht er hier? Ja, hier steht er. Lass mich sehen, was du hast. Genau, der, der uns das ganze Zeug hier verkauft. Die Triche wären mal nicht schlecht. Wenn er schon welche hat. Ich habe zwar, glaube ich, noch genug Dietriche. Ich habe hier übrigens noch die Karte. Ja, die mit der Höhle. Rostiger Broscheschlüssel, schwerer Eisenschlüssel. Was meinte ich nochmal? Ach ja, die Dietriche. 26 Stück habe ich. Ja. So, wir schlafen im salzigen Mast.
Und dann holen wir uns, ja. Greetings. Erfrischung bestellen. Nein, eigentlich möchte ich ja mal schlafen. Yay, hier ist das Schlafen für uns jetzt kostenlos geworden. So. Dann gehen wir wieder raus. Kana ist eigentlich gar nicht mal so schlecht mit dem Würms herbeirufen und den Liedern. Aber ich möchte auch mal Sagani wieder mitnehmen, auf jeden Fall. Wenn wir in der Wildnis sind. Da passt sie nämlich eigentlich auch gut hin. Aber jetzt speichern wir erst einmal. Vorher gucken wir, ob jemand was zu sagen hat. Nicht so wie das letzte Mal. Nein, hat niemand was zu sagen. Also speichern wir LP007. Speichern. So, und dann sehen wir uns gleich wieder.